Und damit hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge des Mirror's Edge Catalyst Let's Plays, wo wir gerade hier hoch wollen zum hackbaren Werbedisplay und schauen wollen, was da oben ist, wo übrigens dran steht, dass der gehackt worden ist von HiPhone. Und ich gerade erstmal schauen muss, wie wir hier hochkommen. Aber das sieht alles gut aus, auf den ersten Weg, den ich gesehen habe. So, was kann ich jetzt hier oben machen? Werbedisplay hacken. Und jetzt? Werbedisplay hacken, Dickwanst. Ich habe dafür jetzt Erfahrungspunkte bekommen, weil ich das hier gehackt habe, in meiner eigenen Stadt. Gehackt von Dickwanst. Okay. So, und jetzt hätten wir noch den Lieferauftrag. Nee, der ist gerade eben gescheitert. Ich würde den noch ein weiteres Mal probieren, da ich informationstechnisch so zugebombt wurde zu dem Zeitpunkt. Wie kann ich denn hier mal loslassen? Shift, E, Q, Leertaste, STRG, danke. So, nach da unten. Ah! Das war eindeutig der Plan. Es tut mir leid. da oben wollte ich eigentlich weitermachen. Alles klar, ich kann ja hier oben bleiben. Bevor ich mir so einen sinnlosen Umweg mache. Einfach hier dranhängen. Zack. Und weiter geht's. Autsch. Oh. Das hat wieder nicht so gut geklappt. Wo lang? Da lang. So, jetzt probieren wir noch einmal diese Runner-Mission, wo wir das innerhalb von Zeitraum X schaffen müssen. Den Lieferauftrag. Wenn wir den noch schaffen, wenn nicht, ist auch in Ordnung. Dann kann ich es nicht ändern. Ich gehe davon aus, dass wir das schaffen können. Irgendwie. Liebes Spiel, wo muss ich lang? Da unten lang. Hatte ich gerade die Route etwas verloren. So 10 von irgendwas. Unten war der tote Briefkasten, genau. Und ich wette mit euch, ich muss es. Ja, und ich wette mit euch, ich muss einen anderen Weg laufen als. Ne, ich probiere mal den angezeigten Weg. Vielleicht etwas kreativer, als mir das Spiel hier vorschlägt. Vielleicht muss ich ja nicht unbedingt immer. Es stand ja auch am Anfang mal so da, dass das Spiel mir nicht zwangsweise immer die beste Route vorschlägt. Das war jetzt nicht so gut. Aber zeitentechnisch sollte das passen, wo ich hin muss. Und abrollen. Weiter, weiter, weiter. Schnell, schnell, schnell. So, hier drüber. Komm. Weiter, weiter, weiter. So, nach da oben. Ja. Da hat er die lange Leertaste nicht gefressen. Das war so nicht geplant. Wo stehe ich jetzt? Hat er den Auftrag abgebrochen? Bin gespannt, wo ich jetzt stehe. Ja. Wieder am Anfang. Die Zielkoordinaten des Pakets wurden in ihrem Beat hochgeladen. Ja, fast. Erfolgt bei Lieferung. So, ich habe das, wie gesagt, halt eben schon nicht geschafft. Ah, dieser Absturz nach da unten war auch so nicht geplant. Und ich muss in diesen Flow da unten, links seht ihr diesen Balken, in diesen Flow muss ich reinkommen. Dann bin ich schnell. Und hoffentlich auch schnell genug. So, hier drüber. Jetzt müssen wir hier hochkommen. Ja, und da ist der Briefkasten. Vielen Dank, dass Sie diesen Auftrag übernommen haben. Ihre Vergütung wird transferiert. Okay. Jetzt haben wir das endlich geschafft. Jetzt wurde auch gespeichert. Mann, Mann, Mann. So viele Sachen. Da ist der nächste Briefkasten. Wie viele tote Briefkastenmissionen gibt es denn hier? Mission, Nebenmission. Was bringt es mir? Runs? Ach, gab's nicht noch irgendwo so eine Statusanzeige? Spielerprofil mit F. Welt.
Hex 1 von 12. Aufnahmen. Ich war jetzt online. Was mir hier so wenig fehlt, sind die Briefkästen. Was bringt es mir, dass ich die toten Briefkästen mache? Also ich habe gar kein Problem, die toten Briefkästen zu machen. Aber es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich hier alles beliefern soll. Oder hört das? Also ich weiß halt nicht. Wow. Ob das generische Missionen sind, die wir hier machen. Oder ob das einen tieferen Sinn hat. Ich hoffe ja, dass das einen tieferen Sinn hat. Ich nehme mal hoch. Das Ding habe ich auch schon 1000 Mal eingesammelt, oder? Ne, 6 von 21. Ich war ja noch nicht. Okay. Zack, da oben sieht es übrigens auch nach einer Werbefläche aus, die man hacken könnte. Nur mal so. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Nee, das sieht nur so aus. Und das ist auch ein anderer toter Briefkasten, in dem waren wir gerade noch nicht. Gut, das probieren wir auch nochmal jetzt. Ja, so diese Richtung ist es in Ordnung. Ja, ist auch nicht weit. Und los. Da lang. Ab nicht abrollen. Weiter, weiter, weiter. Müssen im Flow bleiben. Uiuiui. Ja, ist alles noch richtig. Schnell, schnell, schnell. Die Musik setzt einen auch nochmal zusätzlich unter Druck, wenn man hier dann läuft. Ja, oh, das habe ich hier kurz vorm Ende verkackt, oder was? Ja. Ja. Erneut versuchen. Das ist schaffbar. Das schaffen wir. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wandelt dieses Ding meine Stimme um? Oder hat es eine eigene Stimme? Alles klar. Was? Lieferauftrag verfügbar. Der Bestimmungsort des Paketes. Die hat ja gerade ernsthaft gefragt, ob ihre Stimme da irgendwie sonst was. Was zum Fick war das? So richtig schön behindert. Ich glaub's nicht. Oh Mann, ey. So müssen wir hier oben aufpassen, dass wir da besser hochkommen. Und zwar zuerst hier hoch, dann hier hoch und dann haben wir's. Bei 2 Sekunden, Alter. Ja, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Danke dafür. Eieieiei. So, jetzt haben wir hier nichts mehr richtig. Doch, da haben wir den nächsten Lieferauftrag. Ach, es hört, glaube ich, nicht auf, die Lieferaufträge. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob die Lieferaufträge... Ich muss selber googeln, bis ich eure Kommentare habe. Ist einfach Weihnachten. Dass unendlich generische Missionen sind, ob das irgendwann aufhört. Bewachungsaufnahmen. Okay, wir laufen da mal noch hin. Annehmen werde ich die Mission jetzt aber nicht mehr. Das heißt, danach hören wir bei der Folge heute auf. Und ich werde mich zur nächsten Folge mal kundig machen, ob man hier unendlich viele Lieferaufträge machen kann oder ob das eine gewisse Anzahl nur hat, damit wir hier nicht aus Versehen unendlich lange Lieferaufträge laufen. Weil irgendwann wird es ja dann auch nervig für euch. Ja, los, springen, oder? Gut, das klang aber etwas böse. Hätte es auch gleich springen können. Nochmal einmal. Ne? Wir sind Runner. Die Welt lebt da unten. Wir leben hier oben. Drohnen haben sie auch fest mit drinne. Und ja. Also die Welt wirkt zwar unrealistisch, aber stimmig. Also das muss man dazu vorsichtig so formulieren. Es ist halt eine Welt, die man nicht verstehen muss, aber in ihrer Gesamtheit wirkt diese Welt sehr, sehr stimmig. Was relativ geil ist. So, und das Ding hier, es wurde auch gerade gespeichert oben rechts, wie gesagt, machen wir beim nächsten Mal. Das heißt, ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Lasst noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, gebt ein Feedback, ich freue mich für jeden Scheiß und sage auch immer zum Schluss, tschö mit Ö!